auch. Wo ist das Müsli? Ist das der Brennpunkt Internet oder so Burnpoint Internet? So. TikTok. Sei ja jetzt eine Situation, in der wir uns, ja. Twitter. Lokalisten.de. Weimar 1. Weimar Mais Republik. Pace. Vorbei. Tschüss. Nudels. Wird es reich. Yahoo.com. Schüler.cc. Netscape Navigator. Ihr seid alle hässlich. Jetzt bin ich raus. Ich gehe jetzt wieder. Ciao. Wir haben uns eben unterhalten, dass wir ja nicht den Brennpunkt Internet machen, weil Herr Ratz keine Ahnung vom Internet hat. Und Brennpunkt dann, Real Life. Dann kommt quasi halt hier jetzt diese Scheiße an 90er-Jahre-Sprech. Mhm, mhm. Mhm. Hallo, na? Saftiges Aloha von der Datenautobahn. Von Tinko, Hinko und Minko. Was für ein Flow Rinko, heute, oder? Scheiße, was? Was für ein Flow, also ich bin total... Hast du gerade meinen echten Namen gedroppt? Ja. Ich bin Hinko. Mhm. Okay. Was waren der Hinko und der Heinz für einer? Ich kenne Himpelchen und Pimpelchen, kennst du? Nee, was ist denn Himpelchen hier eigentlich? Und Pimpelchen standen auf einem Berg. Hm. Der eine war ein Heinzelmann, oh, der andere das, war ein Zwerg. Wo man so die Tür aufmacht, genau, und die so rauskommt. Ich wollte die Hände abhacken von den Leuten, die das gemacht haben. Und was aufs Geilste ist, man kann aus der Hand so eine Höhle machen, wenn man die ans Ohr hält, hört man Himpelchen und Pimpelchen schnarchen. Oh. Mach's mal zu Hause nach. Ja, ja, genau. Ja, ich höre sie schnarchen. Das sind Himpelchen und Pimpelchen. Oh. Oh Gott, ey. Wie, ja. wie so Muscheln, wo du das Meeresrauschen hören kannst. Ja, das ist das Meeresrauschen. Das ist aber das Schnarchen. Das klingt ganz ähnlich, aber ist ja klar. Habt ihr jetzt Kinder auch so Dosentelefone gemacht mit euren Freunden? So eine leere Dose und dann so eine Schnur dran? Ich sag mal so, ich habe Dosentelefone gemacht, am anderen hat es mir gemangelt. Ach so. Verstehe. Hast du dann einfach auf die Straße baumeln lassen und gewartet, dass irgendein Passant... Reden Sie mit Mama, mir. Es geht schon wieder keiner ran. 1-1-0. Keiner geht ran. Okay, das ist ja hier ein Comedy-Flow-Sondergleichen. Hallo Leute, Ausgabe 179 von Brennpunkt Internet. Cast. Wir brauchen noch ein Special für nächste Woche. Hatten wir schon eine Idee? Ich glaube nicht. Wir verbraten ja gerade all unser Pulver, indem wir diesen Stargast hier vor uns sitzen haben. Stimmt, wir haben einen Stargast heute. Ja, das ist aber auch menschengemacht. Das Problem ist ausgerechnet, jede 10. Folge ein Jubiläum ist. Ja, das ist ja quasi Staffelfinale. Das ist ja einfach dann rund. Aber es ist auch nur rund, weil man so zählt. Weißt du, weil der Mensch 10 Finger hat. Ja. Würden wir jetzt irgendwie... Ich würde auch bis 10 zählen, wenn ich nur 9 Finger hätte. Naja, aber wenn alle Menschen 9 Finger hätten, seit jeher würde... Außerdem würde das nicht passieren, weil da hätten man die unterschiedliche, wären wir asymmetrisch. Ja, und hast du was dagegen? Gegen asymmetrische Menschen? Nee, ich sag nur, dass du mit deinen Schönheitsidealen... Ich sage nur, dass die Evolution sowas beobachtbar erstmal nicht hervorgebracht hat. Hm. Außer bei diesen Krebsen, die so eine größere Schere an der einen Hand haben. Ja, die sind geil. Ja, und die zählen bestimmt auch gerade Zahlen. Die haben ganz komische Sachen. Die zählen immer nur bis 1, die haben ganz, die eine große Kralle haben. Die haben ganz komische Zahlensysteme. Ja. Geil. Also haben wir 18 Staffeln, kann man sagen. Bis jetzt haben wir 18 Staffeln, ja. Sind wir damit der Podcast mit den meisten Staffeln auf der ganzen Welt? Ja. Ziemlich cool. Sicher. Ja. Bald überholen wir noch South Park. Ist ja kein Podcast. Das ist naja, aber man kann es ja ohne Bild gucken quasi. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann mal ein Best-of-Brennpunkt-Internet zusammenschneidest. Dafür musst du natürlich alle Folgen hören. Das dauert sehr lange. Ja. Also das Beste aus allen Gags einmal zusammenschneiden. Das würde ich mir wünschen. 20 Euro. Ja, 20 Euro ist ein gutes Stichwort, denn Soulfang hat sich einen Brennpunkt-Hörerwunsch gekauft. Wir haben noch zwei in der Pipeline jetzt. Wir haben jetzt das von Soulfang, was ich. Ja. Das Thema finde ich echt furchtbar. Und noch das von Vincent, glaube ich, das mit der kulturellen Aneignung. Ja, ja. Also Mangusten oder Langusten. Ohne Spaß, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Hallo, eine Stunde. Das kriegen wir gefüllt. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wir können im Zweifel immer über Surfings Arsch noch gucken. Weißt du, warum glaubst du, du musst dich in die Themen halt auch an... Eloquenz. So nämlich. Du musst dich in die Themen einarbeiten. Ich bin im Brennpunkt und nicht bei irgendwelchen Krimi-Podcasts, die hier so irgendwelche Zettel haben mit... Ja, was nicht ist, das kann auch werden. Ja, mal sehen. Ja. Nee, wird lustig, wird toll. Ich wünsche mir gleich hier was über den Remo-Clan. Wenn Spiegel das nicht mehr bringt, dann möchte ich aber hier mal bei Brennpunkt weiterhören. Okay. Ich rede über alles. Und über hier die Goldmütze. Ja, dann lass doch mal über die Themen der Woche reden. Nee. Allen voran, Jonas hat Geburtstag. Ja, stimmt. Also ja. Er hat
Hatte, muss man sagen, ja. Ja, also spätestens, wenn das ausgestrahlt wird, hatte er auch, aber hallo Jonas, hallo. Ne? Der hört das jetzt gerade. Beim Aufräumen von der Party der quasi. Er schält sich aus seinem Bett raus und denkt sich, jetzt Brennpunkt, und dann hört er nur. Aber es war eine geile Party, muss man sagen, oder? Der, wow, von 1 bis 10 mindestens eine Zahl. Ja. Also die Langustenkrabbe also könnte jetzt. Die würde jetzt zählen. Einige Male klappern. Ja. Also. Hammer. Also, ja, Jonas, alles Gute. Mhm. Hier, das ist dein Segment. Du bist jetzt hier wirklich eigentlich mal ganz kurz Thema der Woche. Der Hörer der Woche, kann man das sagen. Das ist eine 10 von 10. Ja, mindestens. Du bist fast so relevant wie der Dritte Weltkrieg. Ja. Auch nur fast. Mhm. Also, ich gebe der Woche eine 10, wenn Jonas ausbricht. Hm? Ah, okay. Ja, macht er vielleicht heute Abend, wer weiß. Ja. Also gestern bricht er aus seinem Mund aus, ja. Ja. Das wäre der Wahnsinn. Eine schollartige Entleerung seines Mageninhalts entgegen der natürlichen Richtung durch Speiseröhre und den Mund. Ja. Okay, Jonas, das war dein Part. Tschüss. Ciao. Jetzt schlaf weiter oder steh auf oder mach irgendwas Sinnvolles. Achso, wenn du einen Schokoriegel willst? Nee, der ist ja, glaube ich, nicht vegan, aber vielen Dank. Der ist, und Nutri-Score E vor allem. Was erwartest du von einem Schokoriegel? Ja, A, mindestens. Nutri-Score E, aber guck mal, hier steht Kakao, Fairtrade-Kakao. Existiert sowas überhaupt, Fairtrade-Kakao? Ist das nicht alles irgendwie aus Somalia reingeholt und die werden durchgepeitscht und so? Aber die kriegen faire Bezahlung dafür. Seitdem im Oktober 20 Grad sind, wächst Kakao da auch in der EU. Da kann man das ist natürlich ein Vorteil. Kakao aus dem Saarland. Rheinland-Pfalz an, ja, genau. Ja. Nee, ist geil. Also es ist ein Riegel, den ich gerne mochte, weil der war eine Billo-Alternative zu Knoppers, glaube ich. Und die schmecken sehr ähnlich. Und ich fand den fast schon besser. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann mir neue Namen und Städtenamen nicht so merken. Ich wollte mir nämlich unbedingt merken, weil du gerade angesprochen hast, das Auswärtige Amt sagt, Reise in die Ukraine ist nicht so gut. Mhm. Bin ich gerade drüber gestolpert. Bist du drüber gestolpert? Und ich habe nämlich gelesen vor 2-3 Tagen die Hauptstadt von Somalia. Und das ist, glaube ich, diesen Namen wollte ich mir halt unbedingt merken. Mogadischu. Ich guck gleich mal nach. Kaffee Latte. Und da gibt's halt auch einiges an Warnungen. Also man soll vorher ein Testament machen. Bei den Piraten eintreten. Ja, man soll vorher abklären, welche Person irgendwie Kontaktperson in deiner Familie ist, wenn du verschollen bist. Hm. Und du sollst regelmäßige Lebenszeichen senden und einen Deal ausmachen und so. Einen Deal ausmachen mit den Piraten dort? Sowieso. Wenn du mich leben lässt. Ich gucke jetzt mal, wie Mogadischu heißt. Da gibt's, ich wollte mir diesen Namen unbedingt merken. Wie diese Stadt in Österreich, die du dir auch so toll gemerkt hast. Kugelmugel, genau. So. Aber was soll denn da Mogadischu sein? Na klar. Ja, das kennt ist doch man safe ja. Nicht schlimmer als Dortmund. Naja, weiß ich nicht. Guck mal, Geburtenraten 5,8 pro Frau. Ja, das ist in Dortmund ähnlich. Mit ihren 23 Kinderwagen. In der eigenen Familie vor allem. So, Bundesinlandsprodukt pro Kopf 445 US-Dollar. Na dann. Also, Mogadischu, cool. Eine tolle Stadt. Ja, Public Prank Compilation. Ja. Wann? Piraten in Real Life. Mit so einer Augenklappe irgendwie und dann willst du an so ein Schiff, ich würde gerne bei euch mitmachen hier. Arr. Einfach ein paar als Captain Hook einfach, mit dem einfach Dildo in der Hand. So eine Gruppe mit AKs ein bisschen pranken. Ja. Gute Idee. Da stehst du unter der Dusche, da kommt ja der Mogadischu hoch, Alter. Verstehst wieder nicht, ne? Ich verstehe das, aber ich finde es unangebracht. Auch unangebracht ist die Übernahme von Twitter, die ist wohl jetzt über die Berge gelaufen. Über die Berge gelaufen, ja. Reden Menschen Ahnung. So, ja. Was ist denn heute der Brennpunkt der blumigen Sprache? Ja. Und wenig anders zu erwarten mit einem geilen Wortspiel, habe ich mitbekommen. Ja? Ja, also der Elon kam mit einem Waschbecken, hast du es mitbekommen? Das habe ich gesehen. Und hat gesagt, let that sink in. Ach so, let that sink in, ja. Das ist, das ist doch dein Niveau. Ja. Ja. Das hättest du sein können. Let that sink in. Hättest du mal früher ein Raketenunternehmen gegründet. Hättest du das jetzt machen können, den Gag. Ich habe gerade auf dem Weg gelesen, dass der WWE-Wrestler Mankind, alias Mick Foley, sein Twitter-Account gelöscht hat. Oh, oh. Wegen Elon Musk. Ja, da ist er nicht der Einzige. Das haben viele getan. Aber Elon hat Twitter ein bisschen besser gemacht. Das steht noch aus, denn seit er vor mittlerweile 48, wenn ihr es hört, 72 Stunden ins Office gekommen ist, kann man diverse Links nicht mehr posten auf der Plattform von Mr. Free Speech. Meinungsfreiheit. Zum Beispiel Links zu anderen Social Networks. Also es gibt ja gar dieses, nicht mehr. Naja,
gar nicht mehr, weiß ich nicht, aber ich habe es auch selber getestet, es geht halt einfach nicht. Es gibt so ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, so ein soziales Netzwerk für klimabewusste Leute oder so. Facebook? Oh ja, Tino, es ist definitiv Facebook, warte. Es ist Dings Social und damit habe ich es getestet. Wo ist denn meine Social Truth. Nicht Social Truth, mein Gott, Tino, jetzt warte doch mal, bis das hier geladen ist. Climate Justice Social, das ist ein Network. Aha. Also da gibt es ja auch so, das ist, und da steht dann drüber, etwas ist schiefgelaufen, aber keine Sorge, versuche es einfach noch einmal. Aber es geht halt trotzdem nicht. Hast du es dann nochmal probiert? Ja, klar. Und dann nochmal? Nee. Na siehste. Hast mal einen das haben ganz viele mal, andere Leute. Ja, aber wenn da steht, nochmal probieren, du didn't read the manual, dann kannst du dich in Alan hier verantwortlich Reading machen. The card explains the card. Also die Vermutung ist nahe, dass halt eben diese Migration zu anderen Plattformen dadurch vielleicht irgendwie Migration, aha, unterdrückt werden soll. Es gab ganz, da wollen ganz die früher, von Twitter übers Mittelmeer zu Climate Social rüberschwimmen und dann dürfen die nicht. Es gab ganz früher mal so eine App, da konntest du auf Facebook und Twitter gleichzeitig posten. Und die gab es auch irgendwann nicht mehr, weil Twitter gesagt hat, nee, Leute. Mit Facebook beschmutzen wir uns nicht. Oder umgekehrt. Facebook gesagt hat, nee, Twitter ist uns zu billig, zu pöbelig, da gehen wir nicht mehr hin. Also ich glaube, also klar ist Twitter ein Cesspool der Hässlichkeit, aber ich glaube trotzdem, dass es sehr viel relevanter ist als Facebook. Die ganzen Promis sind halt einfach auf Twitter. Nicht mehr alle, Mick Foley nicht mehr. Ja, gut, Mankind. Der wurde damals von Undertaker bei Hell in a Cell vom Käfig runtergeschubst. Ja, ich kenne dieses Meme, das wollte ich mich gerade sagen. Das ist so ein Copypasta, da erzählt man eine Geschichte und am Ende kommt immer nur diese Scheiße bei raus. Ja, ist so. Das ist wie damals, als Mankind vom Cage gerubbt hat. Das war nicht mal alles geplant, das war ja alles. Und er hat dann auch sein Gedächtnis verloren kurzzeitig. Es war schon heftig. Spannende Geschichte. Ja, also das Storytelling in Wrestling ist sowieso immer geil. Keine Frage. Gut. Ja, was noch viel geiler ist, das hast du garantiert gesehen, das sprechen wir direkt mal an. NSU-Akten? Ja. Hast du es gesehen? Ich habe es gerade eben erst gesehen. Okay, sehr gut, ich nehme dich nicht. Es ist ja so, dass die NSU-Akten quasi vom hessischen Verfassungsschutz unter Verschluss gehalten wird, wofür auch die Grünen unter anderem verantwortlich sind. Da könnte man sagen, der hässliche Verfassungsschutz. Der hässliche, ja. Ja. Nee, aber auch die Grünen dafür gesorgt, dass dieser NSU-Akten für 130 Jahre oder so unter Verschluss bleiben sollten, aus Schutz vor den Leuten irgendwie, die Informanten gewesen sind und so weiter. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, vor allem so lange Zeit. Was, die Leute, die jetzt so 95 sind oder was? Genau, für die. Ja, okay. Wir haben es runtergesenkt auf 30 Jahre oder so, öffentlichen Druck. Und jetzt offenbar hat Bömi mit Mimi gearbeitet und hat auf sich. Mimi? Also es ist natürlich. Ach, jetzt das ist jetzt ein Gag von dir. Gewesen. Ach, scheiße, Mist. Okay. Ist ja gut gewesen. Mimi hatte noch eine Festplatte rumliegen, wo die NSU-Akten drauf waren. Quasi, genau. Und jetzt. Okay. Und Bömi hat ja vor 2 Jahren, schon oder vor 3 Jahren, den Verfassungsschutz gegründet und hat in diesem Zuge offensichtlich irgendwie geschafft, an die Akten zu kommen. Hat die jetzt geleakt. Da gibt es einen schönen Beitrag in seiner TV-Show, den man nachschauen kann bei YouTube. Und man kann jetzt bei verfassungsschutz.de die Akten nachlesen, plus ein Interview mit dem Verfassungsschutz selbst. Aber da muss ich trotzdem mal nachfragen, ist das denn so interessant? Also was liest absolut man da drin? Ja klar, also da geht es ja darum, wie es der NSU schaffen konnte, trotz unendlich V-Männer sich so aufzubauen und an Waffen zu kommen und so weiter. Da geht schon einiges hervor, dass die auch einiges gewusst haben. Die wussten auch, dass es den NSU gibt. Das wussten die. Es ist quasi jetzt bestätigt. Wer wusste das? Der Verfassungsschutz, der wusste das. Ach so. Der mir behauptet, dass sie es nicht gewusst hätten. Aber die haben indirekt tatsächlich auch die Waffen mitfinanziert von irgendwelchen Rechtsterroristen. Und das kommt alles jetzt ans Licht. Und der eine Verfassungsschutz-Mitarbeiter oder Chef sogar, ich weiß gar nicht, ob er nur ein Mitarbeiter war, der war zufällig vor Ort, als einer der Menschen ermordet worden ist. Und das kann man auch anhand dessen so ein bisschen nachvollziehen. Also der war zufällig vor Ort, als von ihm bezahlte V-Männer da irgendwie mitgewirkt haben. Wer auch zufällig vor Ort war, als jemand ermordet wurde, ist ein kleiner Streamer, bei dem eingebrochen wurde. Okay. Ich habe es halt leider nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da noch weiter drüber reden wollen, aber Ich muss es, glaube ich, echt noch schauen. Also sind die Akten halt veröffentlicht worden und noch gab es nicht so viele Reaktionen in den Medien, aber es wird noch einiges folgen und auch einige Konsequenzen für die Menschen, die da arbeiten. Es wird im Großen und Ganzen wieder so eine Art Staatsversagen vorliegen. Natürlich, ja, was und, ja irgendwie klar war. Wenn man die jetzt alle kündigt, dann
rücken noch größere Naseweiße nach, die dann, also weiß ich nicht. Wird das Problem denn gelöst? Naja, Volker Bouffier war ja zum damaligen Zeitpunkt Ministerpräsident und der hat vieles auch unter den Teppich gekehrt und Menschen auch irgendwie in Schutz genommen, die nicht in Schutz hätten genommen werden dürfen. Was war das für einer? Von der CDU. Und, okay, ein Korrupter, ja. Genau, Korrupter. Und aber auch sein Nachfolger ist aber, glaube ich, auch ein CDUler, ich weiß nicht ganz genau. Aber jedenfalls, der hat dafür gesorgt, dass einiges aufgearbeitet worden ist. Hat dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, dass ich ständig häppchenweise Versagen mitbekomme vom Verfassungsschutz, sondern ich möchte halt, dass es jetzt alles mal auf den Tisch kommt. Hm. Hat eine riesige Untersuchung halt vorangetrieben. Auch vom Verfassungsschutz teilweise auch selber. Und trotzdem fehlen noch einige Akten, die auch vernichtet worden sind nachweislich, die halt viel wichtiger gewesen wären. Es sind vielleicht noch so ein paar Prozent, die fehlen, aber trotzdem, die hätten entscheidend sein können. Ne? Hm. Also es ist ein echt krasser Fall. Schaut euch das Video gerne mal an. Und es sind halt Millionen Akten, glaube ich, ungefähr über den Verfassungsschutz. Muss jetzt auch nicht alles angucken, aber es ist halt schon ganz spannend. Was ich mir jetzt noch frage, weil es hieß die Grünen. Die Grünen. Das, Dings. Ah ja. Weil ihr meintet, das ist schlecht, dass das nicht veröffentlicht wurde. Es kann ja auch einen Vorteil haben, das zunächst nicht zu veröffentlichen. Pro und Cons einmal abwiegen. Du machst jetzt das scheiß Handy weg. Da sind meine Notizen drauf. Du hast die ganze Zeit dein Tinder offen. Nicht, das ist gar kein Tinder auf, guck mal. Jetzt swipet er schon von oben nach unten, da kann man bestimmt 10 auf einmal. Wer ist dieser Jonas Linz und was schreibt er dir? Eine Sprachnachricht hat er geschickt. Also, aha. Du hast Kontakt zu dem, ja? Selbstverständlich. Zum Geburtstagskind. Hab ich. Das ist ja asozial. Mhm. Ja gut, damit wurde meine Frage ignoriert, machen wir weiter. Na, bei welches Thema? Ich will nur mal sagen, als Podcast habe ich zu all unseren Hörerinnen und Hörern Kontakt. Sehr intensiv. Okay, ist das nicht so ein Teile der Antworten, würden sie beunruhigen oder so? Ding? Na klar, dass die Informantinnen und Informanten halt geschützt werden sollten, aber ich finde, es ist wichtiger als die betroffenen Menschen, die ihre geliebten Menschen verloren haben durch diese Terroristen. Aber es geht schon trotzdem um Sachen, die irgendwie 80 Jahre her sind, oder? NSU, nee. Das war doch jetzt 2000, weiß nicht. Vor 10, 15 Jahren war das. Du denkst an NSDAP. Ja. Das sind andere Leute. Ich hab's halt nicht gesehen. Also ich war halt komplett. NSU gar nicht? Nee, ich bin komplett gerade auf dem falschen Trichter gewesen. Ach so. Ja. Nee, NSU war noch diese terroristische Vereinigung von Mundlos, Bernhard und Schäpe. Und die haben noch zu dritt irgendwie, weiß ich nicht, waren es 12, 13, weiß ich nicht, wie viel es waren, türkischstämmige Menschen ermordet. Erst hieß es in den Medien Dönermorde und Mafia, bis rauskam, dass es halt drei Faschos gewesen sind. Mindestens Dönermorde? Ich habe auch Dönermorde noch nie gehört, muss ich wurde sagen. Wurde aber auch so in den Medien betitelt. Gab es das nicht auch als Unwort oder so irgendwann mal? Kann sein, so ja. So guten alten Dönerworte. Das war ja so, dass sie dachten, es wäre unabhängig voneinander und es sind alles so in den Milieus von Dönerläden. Also natürlich muss ja die Mafia eine Rolle spielen. Drehspießmorde. Ja, wir müssen schon alles richtig. In Weimar müssen wir Drehspießmorde sagen, ja. Stimmt. Genau, aber es waren halt Faschos, mindestens drei. Und spannend auch während... Spandau, auch sehr spannend, ist es Beate Schäpe, als es ihr Verfahren gab, sind viele Zeugen verschwunden und gestorben, zufälligerweise. Mhm. Und man auch vermutet, dass so Agenten vom Verfassungsschutz vielleicht da ihre Finger im Spiel gehabt haben könnten. Okay. Also dass die auf der Seite von den Nazis sind und ja, deshalb die ganzen Leute wegmorksen. Absolut. Unfair. Und hier, wie heißt Hans-Georg Maaßen, war ja lange Zeit Chef des Bundesverfassungsschutzamtes. Mhm. Und er ist auch ein Fascho, der jetzt mit AfD und Querdenkern da hantiert. Das ist schon sehr auffällig. Deswegen, ich halt nicht raff, warum die ganzen AfDler immer behaupten, dass der ganze Staat linksgrün versifft wäre. Dabei ist der Staat auf dem rechten Auge blind, nicht auf dem linken Auge. Heidi ist auch, das kann man nicht so einfach sagen. Also je nach Thema... Gibt es das schon zu differenzieren? Hm. Ja, aber guck mal, zum Beispiel diese Lina mit Beate Schäpe gleichzustellen, finde ich halt, ist schon ein Unding. Wer ist überhaupt Lina? Lina war diejenige, die angeblich dafür gesorgt hat, dass verschiedene Faschos zusammengeschlagen worden sind. Hm. Es gab keine Toten, es gab halt irgendwie, es gibt noch keine Beweise, aber sie soll wohl eine Gruppe angeführt haben von Leuten, von linken Leuten, die Faschos überfallen haben. Ihre Wohnungen haben die irgendwie verprügelt. Und Schäpe war halt Co-Mörderin in ganz vielen Fällen. Und das gleichzustellen, finde ich halt schwierig. Hm. Weißt du, wie durch was, also durch dieses 120-Jahre-Ding ist es bei mir halt jetzt auch passiert, weil so, also das sollte jetzt noch in die Zukunft quasi 110 Jahre verschlossen sein. Genau. So, und ich dachte so, das sind halt alle Sachen so der letzten 120 Jahre. Nee, das kann man nicht. Aber wahrscheinlich ist der Verfassungsschutz noch nicht mal so alt. Nee.
Das Ding ist 120 Jahre, da werden ja auch alle tot, die irgendwie damit zu tun hatten. Wenn das dann offengelegt wird, dann denken die auch, ja geil, Backen aus Mittelalter so. Das nach 120 Jahren sind alle tot, die damit zu tun hatten. Doch. Ja, ich habe gesagt, alles der letzten 120 Jahre. Da sind auch Leute tot. Das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich habe gesagt, wenn das jetzt in 120 Jahren veröffentlicht wird, dann sind dann, wenn es veröffentlicht wird, alle tot, die damit zu tun haben. Und dann interessiert es ja auch keinen, weil das dann einfach ein Relikt aus dem Mittelalter ist. Das ist aber sehr pessimistisch gedacht. Vielleicht sind da auch Leute dabei, die sich gesund ernähren. Die nicht rauchen, kein Fleisch essen. Ja. Die 200 werden, mindestens. Gefällt jetzt für dich. Das gefällt mir bitte, dass man das will jetzt auch nicht hören. Wenn drauf kommt, dass wir wahrscheinlich in 30 Jahren eh vom Climate Change gekillt werden. Und die, so, schön, dass die jetzt veröffentlicht wurden. Okay. Du hast halt voll recht, ne? Dass dann in 120 Jahren sind die Menschen, die dafür verantwortlich sind, einfach tot und können nicht mehr irgendwie ins Gefängnis kommen oder sonst was. Bestraft werden. Hm. Oder abgewählt oder gefeuert. Genau, Sippenhaft wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, dass man dann im Nachhinein sagt, hier euer Uropa hat dafür gesorgt, dass der NSU aufgebaut worden ist, du kommst jetzt ins Gefängnis. Ja, das würde ich implementieren. Sehr ja, gut. Das ist gut, ja. Okay, so machen wir das. Der Streamer, der hatte einen Einbruch. Ein Zusammenbruch? Ein relativ kleiner Streamer, der heißt Matt Damned. Der ist nur 1,20 oder so. Das ist doch 1,20, ne? Genau, alle Frauen swipen den gnadenlos weg, Scheiße. Der ist viel zu klein. Ja. Und der hatte eine, Matt Damned, ja. Overwatch 2 hat er gespielt, aber eigentlich nicht, seine Kategorie war Overwatch 2 und er hat eigentlich League of Legends gespielt, deswegen sollte der mal ganz schnell gebannt werden. Und während er das zockt, League of Legends, geht ein Einbrecher in seine Wohnung. Und da es Murica ist, hat er natürlich Mittel zur Selbstverteidigung und standet seinen Ground. Mhm. Und dann hört man so nach 30, 40 Sekunden mehrere Schüsse und dann ist der Einbrecher tot. Ach, tot? Ernsthaft? Ja. Mhm. Live on stream erschossen. Und das eigentlich Relevante an dieser Nachricht ist, dass genau in dem Moment so eine Nachricht aufploppt in League of Legends. Ich frage mich, also wer das ist, kenne mich da nicht aus, aber you killed the Gate Herald oder irgendwie sowas. Witzig. Ja. Ist auch voll spannend im Stream, ne, dass du da wieder einen Lieblingsstreamer zuguckst und dann steht er auf, dann knallt es ein paar Mal. Du musst denken so, ist er jetzt tot? Oder? Genau, bei manchen Frauen will man ja sagen, oh ja, die würde ich gerne mal nackt sehen, aber bei meinem Lieblingsstreamer würde ich gerne mal sehen, wie der jemanden erschießt. Genau, also, ja. Da wartet man der ja Unterschied ist, drauf. Eine nackte Frau wird gebannt. Das, ja, kommt drauf an. Das ist voll unfair, ne? Da haben wir der Frau den Vorteil. Also es gab mal eine, die hat ihr Arschloch straight in die Kamera gehalten, hat hinterher gesagt, oh, ich dachte, ich habe ausgemacht und bin jetzt Onlyfans am Stream. Das war ein Content. Das war nur 3 Tage Kontext-Anus. War da wenigstens gebräunt? Gebleached? Na, von der Sonne meine ich gebräunt. Ach so, von Arschloch der Sonne. Oh ja, Sonne guter Trend. Ja. War ich jetzt echt ganz vorbei. Ich weiß schon, bei manchen Leuten zu Hause spritzt sich das Aufwaschwasser umher auf diese geilen Überleitungen. Ich war eigentlich noch nicht ready überzuleiten, weil es ist schon, auf Twitch ist der Clip gelöscht, auf YouTube siehst du es noch, aber man sieht halt auch nichts, weißt du, der geht halt ins Nebenzimmer und dann hört man Schüsse. Was hat der für eine Waffe? Eine Bazooka, was weiß ich, wahrscheinlich irgendwie Super eine Pistole. Soaker. Aber ja, keine Ahnung, in Amerika ist schon auch mutig, irgendwo einzusteigen, oder? Oder leichtsinnig, möchte man sagen. Aber wenn man sich da irgendwie eine Trophäe holen würde. Hat er weitergezockt, so Bullen gerufen, weitergezockt so und meinte dann, ja, ich zock noch, bis die Bullen hier auftauchen. Da ist der Clip leider zu Ende, aber der hat bestimmt nicht, ja, oder? Das wäre schon witzig, Alter. Ich würde zumindest kurz sagen, Leute. Und so Blut in der Fresse. Ja, ich ruf kurz die Bullen, dann geht's weiter. Ja, ihr seid das Streamer hier. Wie würdet ihr denn reagieren, wenn jemanden erschießen würde, der bei euch einbricht? Würdet ihr noch ganz kurz in die Kamera sagen, Leute, ich gehe jetzt mal hier offline, ich habe gerade jemanden erschossen? Oder würdet ihr einfach ausmachen und das laufen lassen? Also da es halt wirklich jemanden erschießen ist und ein Leben beenden, finde ich es richtig hart so. Aber wenn irgendwas Krasses passieren würde, in der Wohnung, fände ich es halt mega witzig, mich hinzusetzen. So, und jetzt zock mal ein bisschen Roblox. Wenn ich mich ehrlich reinversetze, würde ich die Bullen rufen und weiter meine Eingangstür beobachten. Ob das nicht noch ein Einbrecher oder so kommt, weißt du nicht, dass das irgendwie... Weiß man ja nicht. Aber während die Leiche auch da liegt, ne? Also es ist ja auch so ein Ding so... Natürlich noch prüfen, ob man ihn vielleicht, ob er vielleicht nicht tot ist, sondern man noch was macht. Also ich weiß halt gar nicht, ob ich, wenn ich jemanden verletzen würde aus Selbstverteidigung, ob ich dann darauf achten würde, dass er erste Hilfe bekommt. So ist musst du, glaube ich, voll die gute Frage. Ich weiß es halt nicht. Man muss bestimmt vieles, aber in der Situation, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Frage. Ich würde zumindest sagen, so Leute, ist was passiert, ich muss offline gehen, ciao. Es ist was passiert. Ich glaube, da bist du so fertig und so... Ja, so auf Pumpenschädel. Wie gesagt, also jemand erschießt es halt schon echt hart, aber stell dir vor, irgendwie, es kommt jemand rein und scheißt auf den Boden und geht wieder raus oder so, dann ist ja, das ist also irgendwas Kleineres, dann ist halt witzig, wenn du so sagst, okay, und jetzt zock mal ein bisschen Roblox. Vielleicht.
Aber ja, gut. Schön. Sehr schön. Was auch sehr schön war, war das Jugendwort des Jahres, wurde jetzt gewählt. Smashen, okay. Es war Smashen. Die Aktien für Super Smash Bros. Gehen durch die Decke. Aber wird Smash echt so krass benutzt? Nee. Ich dachte eher so Sachen wie Sass ist auch viel wichtiger in der Jugendsprache als Smash. Oder bin ich schon zu alt dafür? Wahrscheinlich. Ey, seitdem es dieses scheiß Jugendwort gibt, bin ich zu alt dafür. Da war ich noch nicht geworden wahrscheinlich. Weil ich fand nie, dass das Wörter waren, die man wirklich auch nutzt. Meistens ist es dann immer so ein Jahr später oder zwei Jahre später. Ja. Es gab ja dieses Smash or Pass Spiel, aber das ist auch schon wieder 5-6 Jahre her, wo das wirklich ein little Hype hatte. Aber sonst... Hat ihr den Clip gesehen von dem Weltmoderator? Die haben darüber gesprochen, über das Jugendwort des Jahres. Er hat es einfach falsch benutzt. Okay. Hat es falsch verstanden. Meine dann zu seiner Moderatorin, ja, liebe Kollegin, mit dir wird Smash ich auch immer mal ganz gerne, ne? Und sie so... Ich weiß nicht, wie ich das gerade auffassen soll. Und er so, ja, das heißt doch, dass man miteinander rumhängt, oder? Nee, das steht dafür, dass man mit jemandem schlafen will. Das habe ich aber nicht so gemeint. Ich dachte, das heißt chillen. Die so, nein, Carsten. Es gibt halt Hashtag Nein, Carsten. Geil. Okay. Hashtag Nein, Carsten. Das Wort und Unwort ist noch nicht gekürt, ja? Nee. Noch nicht. Also ich glaube immer noch, dass dieses Dreckszeitenwende irgendwo dabei sein wird. Carsten Hedler heißt er genau. Ist beim Jugendwort des Jahres Smash falsch gewickelt. Co-Moderatorin Fanny Fee, Werther findet das cringe. Bescheuert. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist echt witzig, müssen wir mal gucken. Weltmoderator und Smash ist echt ein Clip, der Clip der Woche. Der Win der Woche für mich. Sollen wir den einfach mal reinhalten, den Clip, oder ist das dann Copyright? Halt mal den Schwemmes rein in die Wagotze. Aber da hat Herr Hodes so geil zum Arschloch Sonnen übergeleitet und du gehst einfach hier die nächste Action rein. Aber das ist eine Überleitung. Ich dachte, es war nur eine Anspielung, eine Überleitung. Nee, es war ja wirklich so ein bisschen, also in der Woche zumindest gab es den Weiß-Artikel diese Woche. Der Trend ist schon ein bisschen älter. Ist jetzt auch nicht so ein Trend, den alle machen, aber auf TikTok sonnen halt viele Leute gern ihr Arschloch. Und da habe ich ein Lied drüber gemacht, weil ich das so bewegend fand. Und ja, was ist dazu noch zu sagen? Es ist halt besser als ein Kaffee. Du hältst ganz kurz deinen Damm in die Sonne und bist wie neu geboren quasi. Während Dermatologinnen davor warnen, das zu machen. So ist eine empfindliche Stelle. Aber es ist auch kein neues Thema. Also dieses Lichtnahrung ist ja schon seit ein paar Jahren ein großes Thema. Ja, Lichtnahrung. Gab es auch mal eine Spiegeldoku von einem jungen Mann, der daran gestorben ist, weil er dachte, er kann nur von Licht leben. Ist aber nicht so. Hast du gefunden den Clip? Ich guck mal, ob ich... das ist der richtige Clip. Nicht mit dem am Ende der Abmoderation. Wenn der ins Solarstudio geht, da ist ja richtig TV Buffet. Total habe ich gerade gesehen. Der hat es auch gezeigt, der Puffpuff. Hat der? Oh, TV Total. Das muss ich aber skippen hier viel, weil das sind jetzt 7 Minuten oder was? Ich weiß auch nicht, wann das gekommen ist. Oh, toll, ey. Das habe ich ja die Woche verpasst, weil ich bei Robins geilem Format war. Bei welchem Format? Ach so, ja, weiß geiles Format nicht. Auf Twitch. Ach, stimmt, ich auch, ja. Schaut mal vorbei, ja, du bist ja früher gegangen. Ja, ich war echt kaputt, ich habe echt von früh gearbeitet bis dann kurz vorher. Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammenarbeiten. Also... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt jemanden abschleppen. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen mit jemandem abhängen, sagt man doch da, oder? Nein, Carsten. Nein, Carsten. Geil. Ja, das hat irgendwie so Comedy-Value, wenn man den Namen von jemandem sagt im bestimmten Kontext. Ich weiß nicht, ihr kennt das nicht, aber es gibt so Arbeitstage, da geht man nach Hause und denkt, Alter, heute war richtig viel Geschäft, richtig nice. Und da gibt es solche Arbeitstage. Ja. Voll blamiert. Da geht man nach Hause und will am liebsten direkt ins Bett oder so. Ich würde auch gerne wegsmashen. Ja, weißt du, was Leute auch gerne wegsmashen? Gemälde. Ich wollte noch eine Sache fragen. Warum sagen eigentlich Dermatologen, dass das nicht gut ist? Na, weil das halt eine empfindliche Stelle ist und da sagt man nicht ohne Grund, da wo die Sonne niemals scheint und so. Es ist wahrscheinlich nicht so viel schlimmer, als sich normal in die Sonne zu begeben für einen längeren Zeitraum ungeschützt. Aber ja, es ist halt dein Anus, ist halt dein Hodensack. Na gut, er darf nicht so warm werden, schon klar. Da gibt's ja auch als Verhütungsmethode irgendwie so komische Unterhosen, die du irgendwie ein halbes Jahr anziehst und die deine Hoden so erhitzen, um dich vorübergehend steril zu machen. Ja, geil. Also, würde ich nicht zu raten, finde ich nicht gut. Stattdessen einfach
die Eier auf eine heiße Motorhaube legen oder sowas. Ist das bedenklich, wenn man sich eine Unterhose anzieht, die einen vorübergehend kastriert oder sterilisiert oder was auch immer? Ich halte nicht für sicher genug, ne? Das kannst du auch nicht sicherstellen. Okay. Ich meine, so ein Kondom oder auch Pille oder so, da gibt es ja irgendwelche. Das hat eine richtige Wirkung so, das kannst du irgendwie auch nachweisen, aber so, ob du es richtig gemacht hast mit der Unterhose, ist auch fraglich, ne? Ich frage mich eher, ob es irgendwie blöde ist für einen selber. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat, wenn man sich selbst irgendwie da untenrum erwärmt. Ich weiß es auch nicht, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie gut ist, ne? Langfristig. Hm. Ist auf jeden Fall nicht so gedacht. Wahrscheinlich nicht. Vom lieben Gott, ja. Die andere Sache, die sich lieber Gott auch nicht gedacht hat, nämlich, dass Pastoren mit Kindern schlafen. Zum Beispiel. Oder dass Leute Gemälde verschmutzen mit Kartoffelbrei, ja. Mit Kartoffelbrei. Es gab mindestens 4 Sachen, von denen ich jetzt weiß. Also es hat angefangen mit dem, war das im Louvre oder so? Ich weiß nicht, das war... Ich weiß nicht, wo das Dritten. War. Das war von Dalí, glaube ich, eins, ne? Ja, genau. Mhm. Damit hat es angefangen mit der Tomatensuppe und jetzt ist es dann doch ein kleiner Trend geworden, beziehungsweise die sind ja unter anderem auch ein bisschen connected und sprechen sich da ab. Ein Monet hat jetzt Kartoffelbrei gekriegt und dann gab es noch ein anderes. Von Johannes Vermeer, kenne ich nicht, aber ist wahrscheinlich auch ganz teuer in Den Haag. Muss aber sagen, dass ich finde es immer noch nicht so geil, aber 2 von den 3 neuen, die ich gesehen habe, da fand ich zumindest das an sich sehr viel besser gelöst. Mhm. So, also eine Person sagt zum Beispiel, ich glaube, das war mit dem Kartoffelbrei, macht es euch sauer, wenn etwas Kostbares zerstört wird? Gut, denn der Klimawandel wird bald alles zerstören oder irgendwie so. Das habe ich natürlich jetzt das sehr Moral draus, ja. Uneloquent dargestellt und ist zumindest eleganter gelöst als mit diesem Ursprungstomatensuppending. Mhm. Das fand ich nicht so gut. Aber ja, es ist trotzdem weiterhin, auch die Leute drumherum sind natürlich total enraged, weil das sind dann die ganzen Kunstliebhaber halt auch. Mhm. Also der Otto-Normalbürger ist vielleicht auch ein bisschen, also mir ist es persönlich auch egal, ob so ein Gemälde irgendwie, es ist ja nicht mal, es haben ja alle eine Glasscheibe davor. Aber gerade die Leute vor Ort, die das sehen wollen, die sind natürlich übelst empört. Ich wäre da voll happy drüber, halt, dass ich ja dabei sein darf bei so einem geilen Happening. Würde ich mir noch eine Kamera schleichen, so winken, meine Mutter grüßen und so. Hm. Weiß ich nicht, was daran so schlimm sein soll. Ich meine, wenn man, ich habe letztens noch ein Bild gepostet von einem Künstler, der hat eine Karikatur gemacht zwischen Protest von rechts und halt von Klimaaktivisten. Wenn irgendwie bei Pegida so Galgen hochgehalten werden und Merkel gehört weggesperrt und so und irgendwie Videos drehen, wo sie Habeck entführen, so, dann wird immer gesagt, wir müssen ihre Sorgen ernst nehmen. Aber wenn jemand wie eine Tomatensuppe auf eine Glasscheibe spritzt, dann ist es immer so, oh, Vandalismus, geht gar nicht. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, finde ich schwierig. Ich finde es natürlich auch nicht sinnvoll. Also ich muss auch sagen, ich finde, es gibt klügere Arten von Protest, aber auch dümmere Arten von Protest. Ja, es gab halt einen Typen, der auch Tomatensuppe verschossen hat und zwar aus so einem richtigen, der hat so ein fucking Ghostbusters-Ding auf dem Rücken und hat so richtig schön so... Wahrscheinlich, was ist denn das, wenn man irgendwie Graffiti wegmacht oder so? So ein Kercher? Druckstrahl. Sowas ungefähr. Und da hat er halt Tomatensuppe drin und das hat er bei, ich glaube, dem Headquarter oder der Mansion von irgendeinem Öltypen gemacht. Und das ist halt nochmal ein bisschen was. Ja, aber dann trifft es, finde ich, die richtigen. So, ja. Wenn es ein Gemälde ist, finde ich es irgendwie nicht ganz zielgenau. Ja, aber was es halt wirklich schafft, ist halt übelst die Reichweite. Ich weiß gar nicht, warum das die Leute so kümmert, gerade wenn es jetzt 5-mal passiert ist. Dann hat man es ja auch gesehen. Ja, aber Reichweite reicht ja nicht. Braucht ja auch Akzeptanz. So. Es muss ja irgendwie auch schlau sein. Wie gesagt, ich finde es immer nicht elegant, aber zumindest die 2 Reden, die ich da jetzt gehört habe, waren besser als bei dem ersten. Ich finde es kreativer als so Impfgegner und Maskengegner, die sich einen Tanga aufsetzen so, und dann da rumlaufen. Ja, hab doch eine Maske auf. Du vergleichst auch Sachen miteinander, ne? Das, ja, das mache ich gerne, das ist mein Ding. Also, das, ja, das gut, ja, das ist Arten natürlich potenziell subjektiv, aber ich sag, das eine ist halt bescheuert und das andere, da steckt ein wichtiges Thema dahinter. Aber welches, aber klar, ist welches man, Thema? Ja, genau, man kann es theoretisch rumdrehen, ne? Ich habe auch viele Leute gelesen, die sagen, dass das ein PR-Stunt ist von irgendwelchen Ölkonzernen. Um mit Absicht irgendwie diese Bewegung zu diskreditieren. Aber das ist nicht so einfach, weil die Personen ja auch schon länger bekannt sind als KlimaaktivistInnen und so weiter. Da kann man, also entweder wurden die halt bezahlt oder schon sehr frühzeitig eingesetzt in dieser Szene. Ja, zum Beispiel würde ich jetzt irgendwie sagen, ich rede jetzt in die AfD ein und will da was erreichen, wird noch viel auf die Idee kommen, den kennen wir ja von früher, der macht irgendwie Sachen, die eher links sind,
die wollten mir misstrauen. Würde es eine Person da eintreten und die sabotieren, den man vorher nicht kannte und der vorher auch sowas nicht gemacht hat, dann würde es weniger auffallen. Ja, also selbst wenn es so wäre, würde es ja trotzdem halt die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Auch wenn es halt die Leute irgendwie diskreditiert oder so. Aber, ja, aber ihr habt schon recht, also viele reden noch schlecht über das Thema. Ne? Also es reicht nicht nur Reichweite, du musst eben auch eine Akzeptanz schaffen dafür, wofür du gerade eintrittst. Hm. Wenn du halt Menschen nur verärgerst und es halt gar nicht verstehen, das verstehen viele echt nicht, was da passiert, dann reden die auch nicht gut darüber. Dann hast du eher den gegenteiligen Effekt. Du hast eine hohe Reichweite, aber reißt dann mit dem das Gegenteil, dass die Menschen, die es mitbekommen, das noch schlimmer finden und erst recht Steak essen und Auto fahren. Wir haben echt verpasst, eine geile Überleitung zu machen von dem einen Streamer zu einem anderen, zu einer anderen Home Invasion diese Woche. Und zwar die Residenz von Nancy Pelosi. Jetzt kommen wir kurz zum Amerika-Segment. Die Sprecherin des Houses of Representatives. Die hat eine Residenz. Das ist halt an anderen Ende der Welt für sie quasi. Also ja, Ostküste Washington. Westküste San Francisco, aber da hat sie halt eine Residenz. Und da ist auch jemand eingebrochen, mit einem Hammer bewaffnet. Hat den Mann. War aber nur ihr Mann vor Ort und er hat aber gefragt, wo ist Nancy? Und dann hat der Hammer ihn unter anderem am Kopf getroffen und überall am Körper. Da musste auch eine Operation und so. Also es war schon eine versuchte Assassination eigentlich, aber Nancy war halt nicht da. Und ich weiß nicht, hier gibt es doch bestimmt auch in Deutschland irgendwie so ein Sprecher des Bundestags. Wie heißt denn der hier? Wer ist denn das bei uns? Ja, es gab mal jemanden, der vorher Tagesschau-Sprecher oder so war. Nein, was? Nein. Also wirklich, also die federführende Kraft quasi. Nicht irgendwie so ein Nachrichtensprecher oder so. Nee, es halt gab so einen Bundespressesprecher, meinst du jetzt? Naja, nee, auch nicht halt schon die Person, die quasi das Ganze leitet, aber halt nicht irgendwie die Putzfrau ist, die halt irgendwie. Es gibt doch hier bei der Höcke-Einschwörung gab es auch so eine Frau irgendwie, die da die Verfassung hingelegt, Höcke-Einschwörung, wisst schon hier, als das mit der FDP war in Erfurt. Mhm. Da gab es auch diese Frau, die da irgendwie die Verfassung hinhält und darauf musste dann schwören und so. Und wie ach so. Bundestagspräsidentin direkt? Ja, Landtagspräsidentin oder Landtags sowas. In dem Fall. Egal, auf jeden Fall, stell dir halt vor, weißt du, bei der wird zu Hause eingebrochen und wird gesagt, hier, ich habe einen Hammer dabei, wo ist deine Frau? Oder stell dir halt vor, ein Politiker wird auf seiner Veranda erschossen. Stell dir das mal vor. Obwohl ich fast Erschießen noch humaner finde, als mit einem Hammer auf jemanden einzukloppen. Ja, Erschießen ist echt so ein Ausschalten-Ding. Da gehört schon was dazu. Mit dem Hammer, da ist noch mehr Wut dabei. Ne? Ja. Dass du halt sagst, du willst echt doch die Person eindreschen und so. Ja. Und gerade in den USA, wo die alle Pistolen haben, da kannst du ja neben deinem Big Mac noch eine Maschinenpistole bestellen. Dann noch mit einem Hammer daherkommen, ist schon krass. Ja. Muss ich mal sagen, Hammer ist brutaler. Ja. Das heißt also, Waffenläden, hui, aber Obi, eieiei. Ei, ei. Ja. Übrigens wäre der Hammer der Woche eine schöne Überleitung gewesen. Der absolute Hammer der Woche, ja. Oberhammer, das stimmt. Ja. Ein weiterer Oberhammer war aber wieder dieses ProSieben 15-Minuten-Ding. Ein weiteres ProSieben-Format, was ich nicht gesehen habe. Ja. Aber ich habe es auch nur gelesen. Und zwar haben Joko und Klaas wieder diese Show gewonnen, ne, wo sie dann eine Viertelstunde ihr Ding machen dürfen und haben diesmal tatsächlich ihre Instagram-Accounts übertragen. Ihr gemeinsamen Account. Also es gibt einen Account, der heißt Joko und Klaas. Ein Account, genau. Haben sie halt übergeben an iranische Aktivistinnen. Ja. Für die Reichweite. Aber wir als Brennpunkt haben natürlich vor Wochen bereits über den Iran berichtet. Ja. Wir waren früher dran, kann man sagen. Wir haben mehr getan als die beiden. Ist so. Und jetzt sind hier irgendwie aufgesprungen auf unseren Informationstrain. Gern geschehen, ProSieben. Ja. Nee, finde ich krass. Ich dachte echt, dass die haben ihre eigenen Accounts gespendet, aber den gemeinsamen wusste ich jetzt nicht. Dann, okay, aber trotzdem krass. Also ist ja auch haben ja auch viele Follower aufgebaut in der Zwischenzeit. Also auf YouTube habe ich das paar Mal gesehen, dass Leute ihren Kanal verkauft haben und dann crasht er aber. Mal gucken, wie das jetzt da ist. Die ersten Posts haben sehr, sehr viele Likes bekommen, aber ob das Momentum beibleibt, du. Das kenne ich noch von Facebook, wenn so Seiten ihren Content völlig geändert haben. So, ja, ich habe mein Content jetzt abgegeben, eine neue Person, dann hieß die Seite nicht mehr so, sondern so und da gab es völlig neuen Content. Na klar, entfolgen dann erstmal fast alle wieder, weil das wollen die einfach nicht sehen. Weil nur Follower, so eine Seite für Follower kaufen, ist sinnlos. Außer du machst ähnlichen Content oder willst das ein bisschen übernehmen und noch bessern. Ja, oder wo man, wenn man zum Beispiel einen Kanal hat, der 4 Millionen Subscriber hat, der irgendwie Just Kids oder so heißt und dann plötzlich stellt man den um und nennt den Just Pranks und lädt dann da ganz anderen Content hoch und dann wundert man sich, warum das nicht so abgeht. Dumm. Hast du nämlich nicht angeguckt, ne, was ich dir da geschickt habe? Vermutlich nicht, keine Zeit.
Weiß ich nicht. Ich habe ja die Rechte weitergegeben an Videonutzung für Just for Laughs. Und die haben das halt auf einen Kanal gemacht, der vorher so ein Kinderkanal war. Hm. Und haben den jetzt einfach komplett umgestellt. Und es guckt sich natürlich dann keiner an, weil die Zielgruppe plötzlich eine ganz andere ist. Und das der ist Kanal ist halt krass. Alt und war ganz lange inaktiv und so. Aber bleiben wir bei dieser Revolution, also macht erstmal, aber bleiben wir mal bei dieser Revolution. Meint ihr, die wird erfolgreich sein? Die wird das Land ändern? Sie alleine vielleicht nicht, aber da passiert ja gerade übelst viel. Ja. Also das ist ja nicht nur sie alleine. Da gibt es ja reichlich. Da gab es ja auch letzte Woche wieder ein Event, das habe ich gar nicht angesprochen, glaube ich, dass wieder irgendwie so eine 17-Jährige zu Tode geprügelt wurde, weil sie irgendein Lied nicht singen wollte oder so. Da reichen schon Kleinigkeiten aus, dass dein Kopftuch nicht richtig sitzt, dass ein Haar rausguckt oder so. Du machst dir einen Zopf in der Öffentlichkeit. Das kann schon dafür sorgen, dass du halt gesteinigt wirst oder hingerichtet wirst. Aber solche Events befeuern halt die Proteste da ultra krass gerade. Ja. Von daher. Also erfolgreich, ich weiß nicht, ab wann es erfolgreich ist, aber ich denke schon, dass da gerade so viel passiert, dass es langfristig versorgen wird, dass es liberaler wird. Also hoffe ich zumindest. Ja, Iran ist halt so ein Sonderbeispiel, weil das war halt vor 50 Jahren genau wie eben ein normales westliches Land. Normales, also es kann natürlich sein, dass irgendwie dann doch die Panzer kommen und dann die Demonstranten wieder ihre Schnauze halten, alles ist wie vorher, ne? Wäre natürlich das Gegenteil von erfolgreich. Ja, das ist ja. Zu hoffen, dass das nicht passiert. Das ist ja so in Hongkong passiert. Und da wir das alles so toll fanden, verkaufen wir jetzt unser Hamburg nach China. Mhm. Also ein paar Häfen oder ein Hafen. Ein Teil eines Hafens. Prozentualer Anteil des Hafens, bla bla. Verstehe ich auch nicht, was das soll. Haben wir es so nötig? Ich gucke sonst nicht so viele Postillon-Posts mehr an, aber ich fand es sehr witzig, dass die geschrieben haben, im Austausch dürfen wir einen Anteil von ihren Konzentrationslagern nutzen. Oh, das wäre lieb. Schön. Ja. Das ist so ein Geben und Nehmen. Mhm. Hatte Olaf schön eingefädelt. Klar, halt erstmal, um ein bisschen flüssig zu, also wie sagt man, um Investitionsmittel zu bekommen, verkauft man das, aber nicht unter den Umständen, die wir gerade haben. Wie gesagt, ich verstehe absolut das Argument, dass wir jetzt seit Monaten rumheulen, dass wir sehr, sehr kritische, ja, unter anderem Infrastruktur an Autokraten verkauft haben. Mhm. Und die logische Schlussfolgerung ist erstmal, kritische Infrastruktur an Diktatoren zu verkaufen, ne? Was wollen die auch damit, also mit einem Hafen in China, in Hamburg? Naja, das ist vielleicht ein wichtiger Hafen. Also Deutschland ist ja einfach das große Deutsche Reich. Aber was ist denn, wenn die diese was weiß ich, 20% oder 25% oder um was es da ging, wenn die das haben und dann sagen, die Schiffe aus Taiwan dürfen jetzt hier nicht mehr vorbeifahren? Das können die ja bestimmen, wenn die möchten. Ja. Aber praktisch gesehen, ja, dann liefern die USA liefert an China über Schiffe zum Beispiel und liefern das dann nach Hamburg. Das muss ja irgendwie auch dann nach China kommen. Ich verstehe halt praktisch nicht, was die mit so einem Hafen wollen, die Chinesen. Na, schon Handel. Hafen haben und nicht haben. Hm? Dann lieber nicht haben, er kostet nur Geld und kannst damit doch nichts anfangen. Nee, ich glaube, das ist schon gut für die. Also stell dir mal vor, die hätten wirklich 100% vom Hamburger Hafen. Hm. Nur mal als Gedankenspiel. Ja, dann vielleicht, aber... Weißt du? Ah ja, aber dann bestimmen die halt, was da durchgeht und was nicht. Das ist doch übelst mächtig. Hm. Ja, schon komisch. Aber es geht natürlich nicht um 100%, aber trotzdem ist halt einfach ein bisschen schwierig. Sehr schwierig. Aber Geld! Ich muss unseren wöchentlichen Nekrolog aufmachen. Wir haben wieder zwei Verluste zu vermelden. Mhm. Beziehungsweise bei einem ist man sich noch nicht ganz sicher oder inzwischen vielleicht schon. Und zwar der McFit-Gründer ist mit seiner Familie abgestürzt mit dem Flugzeug und die haben sie lange Zeit nicht gefunden und ich weiß nicht, ob sie inzwischen gefunden haben. Der war auch relativ bekannt. Hat er nicht genug gesquattet, sonst hätte er... Wo sind die abgestürzt, geschickt. Weißt du das? Die waren auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica und sind dann vom Radar verschwunden. Mhm. Rainer Schaller, der McFit-Gründer und der Red Bull-Gründer, Dietrich Mateschitz, ist auch tot. Der war einfach alt, glaube ich. Hm. Jetzt hat er endlich seine Flügel verliehen bekommen. Endgültig. Mhm. Rainer Schaller, da ist irgendwo ein Waschspiel begraben. Mit stimmt. Flugzeug und Rainer Schaller und die Schallermauer durchbrochen. Ja. Ist auch das, der wurde auch alt. Das ist Mateschitz hier. Das sind Flugzeuge, die ausschließlich über Schallgeschwindigkeit fliegen können, sind reine Schaller. Ist ein reiner Schaller. Ja. Da haben wir es ausgegraben. Deswegen ist er auch nicht gestorben, der ist einfach vom Radar verschwunden, weil der so... Aber Rainer Schaller ist ja nicht der ist ja an Alter gestorben, oder habe ich jetzt... Nee, Schaller ist abgestürzt. Okay, alles klar. Und Mateschitz ist... Und Mateschitz... Ist an zu viel Red Bull gestorben. Hm. Ja, wenn jetzt die Mehrzahl von Kacke auf der Türmatte sind Mathe-Shits. Könnte man dann zum Beispiel sagen. Könnte man sagen, ja. Geht halt alles. Ne? Das ist gut. Ja. Und viele trauern um ihn, aber viele sehen die Person auch sehr kritisch. Andere machen nur dumme Wortspiele. Das ist Katastrophe, oder? Andere machen das nur.
Genau, also viele kritisieren ihn auch dafür, dass er wohl auch rassistische Züge aufwies. Es gab vor ein paar Jahren auch mal einen Beitrag vom ZDF-Magazin Royal, in dem Böhmi so ein bisschen auf die Red Bull-Gründung einging und ihre Aktion und so weiter. Und Erkan und Stefan, die ihr sicherlich auch kennt, die ja, so Comedy-Figuren waren oder sind. Und die wollten damals für ihren Film Erkan und Stefan ein Sponsoring haben mit Red Bull. Da kam wohl als Fax zurück, wir sind keine Türkenbrause. Mhm. Und das zieht sich so. Das sind doch gar keine Türken. Naja, aber sie spielen so ein bisschen diese. Ja, diese, ich weiß nicht, was sie echt sind. Türken. Weiß ich nicht genau. Kartoffel, Urdeutsch, Bier, Weiß. Aber sie spielen irgendwie damit. Weiß nicht, wo die herkommen eigentlich. Jedenfalls zieht sich jetzt durch ihre ganze Karriere von Red Bull, dass sie halt so ein bisschen schwierige Thesen hatten und schwierige Meinungen hatten. Auch Servus TV, mit denen hängen die auch zusammen, die auch rechtspopulistische Bühnen bieten und so. Du bietest den gerade eine Bühne. Ich habe Servus TV noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Ich kenn's halt so von irgendwelchen Falco-Dokus. Ist das so ein Bayern-Dreck oder was? Nee, Ösi-Dreck. Ösi-Dreck. Naja, warum reden wir hier drüber? Wer redet denn heutzutage über Österreich? Außer wir eine Stunde Podcast, lang im Podcast. War eine großartige Ausgabe. Ja. Gerne reinhören. Ein Hörerwunsch, bitteschön. Also, jetzt sind so bei der Tod zwei große Firmengründer, zwei Reiche weniger. Oh, oh. Ja, aber dafür wahrscheinlich entsprechen die Kinder dann wieder Reiche mehr, oder? Nee, von dem Schaller nicht, die sind ja mitgestorben. Wo geht das Geld jetzt Reiche hin? Oder hatten die jetzt ein Flugzeug mit sich und das ist jetzt vom Radar wahrscheinlich verschwunden? Wahrscheinlich, ja, alles so weg. Koffer mit ja, Geld und mit ganz vielen Aktien, die Firmen sind jetzt auch weg. Alles weg, auch ein ganz fittes Gerät. Also wenn ihr jetzt noch ein McFit Abo habt, geht nicht mehr hin, bringt nichts mehr. Hat alles mitgenommen ins Flugzeug und ist abgestürzt. Wie war das früher, als Aktien auf Papier gab, wenn man damit all seine Firmenaktien dabei hatte und all sein Bargeld und ist abgestürzt, dann gab es die Firma nicht mehr, so gesehen. Möglich. Außer es gab so eine Art doch Buchführung, ne, und so, und dann konnten sie es vielleicht wieder rausholen, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Zum Glück gibt es ja noch genug andere reiche Menschen, wie die neue Person, die jetzt an die Position von Liz Truss und ehemals Boris Johnson gerückt ist. Und zwar... Ich weiß den Namen aus dem Kopf. Den ersten indischstämmigen Rishi Roshi. Ferrero Rocher. Das ist jetzt von dir Rishi Sunak natürlich, wie wir alle wissen. Der ist noch nicht so lange im Amt, sorry, dass ich den Namen noch nicht auswendig kenne. Außerdem bin ich genauso traurig wie Mad-Eye, weil der größere Meme-Lord ist natürlich Boris Johnson. Ja. Aber der ist dann der doch zurückgezogen. Ja, der hat sich erst nochmal so, ey, ich würde, ne? Mhm. Dann hieß es irgendwie, er hätte die Stimmen und dann ist er aber doch zurück. Er wollte vielleicht einfach nochmal die Genugtuung. Wahrscheinlich, ja. Aber ich könnte kommen, wenn ich will, aber ich will nicht. Schon eine Shitshow, Alter. Und jetzt Rishi Sunak, der reichste im Parlament mit irgendwie einem Networth von 700 Millionen, der schaukelt das Ding. Ein Mann des Volkes, kann mal man gucken, sagen. Mal gucken, ob der die 45 Tage schafft. Ja, und Liz Truss, ich habe mir gerade ihren Namen gemerkt, also falls er, dass die jetzt wieder abgetreten ist. Ich habe mir das nicht gemacht, voll praktisch. Gut, auch gut. So, und das nächste, was ich hier ansprechen muss, das leitet direkt vielleicht ein bisschen über zu unserer Playlist, denn die Northern Boys hatten vor 1-2 Monaten so einen kleinen Hit, Party Time, und das sind zwei. Na, Rentner nicht, aber so, ich würde sagen, der eine ist so um die 60, der andere schon um die 70. Und das ist einfach straight fire. Und die haben diese Woche einen neuen Song rausgehauen und das hat zementiert, dass es nicht ein One-Hit-Wonder war, sondern dass die einfach nur richtig echte geil Künstler sind. Echte Künstler. Richtig, der eine hat so eine richtig aggressive Stimme, der andere hat so eine richtig sanfte Stimme und es ist einfach nur geil. Erinnere mich ein bisschen an die ESC-Teilnehmerinnen aus Russland damals, diese Omas. Die hatten auch so einen Song, der hieß Party for Everybody. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so steil ging. War auch ein Hit, die waren irgendwie Platz 2, ja, aber zwei, das drei, ist jetzt vier. Hier wieder so ein ABBA-Ding, was du auspackst. Die rappen, so ABBA-Ding. Halt, die rappen halt drüber, weißt du, ich habe einen Hund. Aber die Omas waren die waren bilingual, ja, die haben über eine Familienfeier gesungen. Erst auf Russisch, dann im Refrain Party for Everybody, Dance. Come on, ich muss es abspielen. Was du, das ist scheiße, was du. Ich bin Team. Es ist kein Vergleich. Ich bin Team russische Omas. Die Northern Boys sind einfach, die sind einfach Götter für mich. Jede einzelne Zeile ist einfach quotable. Die sagen, what's the worth? Fuck the universe until it hurts. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das haben sie aber nicht selbst geschrieben, bestimmt. Doch, das haben die schreiben das selber. Die haben einen neuen Nobody Likes Me, heißt der neueste Song. Der hat jetzt 160.000 Aufrufe in 24 Stunden. Der geht auch richtig steil. Und es ist einfach nur geil. Und dann ist noch ein dritter in dem Musikvideo dabei. Der tanzt die ganze Zeit nur so einen leichten Two-Step von links nach rechts. Wow. Und es ist einfach straight fire.
Es da klingt so lustig. Straight Fire. Und wie gesagt, der eine mit dieser Stimme und der andere mit dieser ganz sanften. Der ältere hat die sanfte Stimme. Dann so, jetzt hör mal rein, wie der Beat auch einfach wegballert. Jackson 5. I gotta go, I gotta take a number three. That's a piss and a shit and a wank and a tree. I said hello there, can I fill your hole? She took one look and she told me. Das ist schon cool. Das ist der Wahnsinn. Die ganze Zeit auch so, ey, do you wanna make love to a sad old man? Das ist der Wahnsinn. Da war schon mal unsere Playlist-Songs heute, oder? Na, mindestens ein. Ich auch schon. Ich glaube, der zweite ist noch nicht auf Spotify. Ach, ist der Beat von denen oder ist das ein Sample? Wer den Beat gemacht hat, weiß ich nicht. Aber der eine Typ zumindest macht schon echt lange Musik, der ältere hier. Vielleicht macht er auch die Musik selber. Mhm. Es ist straight fire einfach. Moist Critical reacts to old people rapping. Zack. Der ganze Kanal. Die haben 3 Videos auf dem Kanal. Ist alles geil. Bei dem dritten Video, da haben die einen Typ im Rollstuhl, ja. Da sind irgendwie so 10 Leute, die alt sind und rappen. Und der letzte hat hier so ein Ding, was er sich an den Hals halten muss und rappt damit. Geil. Das ist so geil, Alter. Wir merken, Robin wird alt, sich jetzt für solchen Content interessiert. Ich relate da so hart zu. Damit kann ich mich identifizieren, Opas, die Rap machen. Ja. Genau. Und was auch für Opas und Omas ist, ist WhatsApp. Und das ist ausgefallen die Woche für ein paar Stunden. Da hat es zum Beispiel... Hat er gemerkt? Nee, was, halt. WhatsApp? Ich auch nicht. Auf keinen Fall habe ich das gemerkt. Ich auch nicht. Also ich nutze WhatsApp noch relativ aktiv, aber ich habe es nicht gemerkt. Ja, ich habe halt WhatsApp für die Leute, die kein Telegram haben. Richtig. Dumm. Das wird immer weniger so. Ja. Sag mal, wann kann man sich denn endlich mal dieses Telegram sonst was hier kaufen? Telegram Plus oder Premium oder was auch immer? Da steht bei mir immer... Naja, klar, wenn du auf diese Smileys da drückst. Ach so, da drücke ich wahrscheinlich nicht drauf. Ich lese diese Nachrichten auch nicht. Wenn jetzt hier so, dann willst du hier so ein Smiley schicken, dann will ich das freischalten und dann ist hier lädt und das ist in Deutschland immer noch nicht. Ah, animierte Emojis, oh nein. Alter. Nee, noch viel mehr, aber ich finde ja, Telegram ist halt einfach gratis. Hm. So, und jetzt haben die schon so ein Bezahlmodell, jetzt können wir denen nichts geben. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Also ich habe ein Bezahlmodell, mir kann man Geld geben. Ja, aber du hast keine animierten Emojis. Naja, aber ich habe geile Emotes auf Twitch. Ja, wir sind die animiert. Selbst gemacht. Ja, doch, sind doch, sie. Sind doch, ein paar Ballern und dumm und so, sind glaube ich ja doch. Sind animierte. Na gut. Mhm. Dann gib den mal jetzt hier. Ja. Ja, Kanye West, Mark Hitler, ist jetzt auch nochmal confirmed worden, so in mehreren Berichten. Der wollte sein letztes Album eigentlich Hitler nennen. Ich habe schlechte Nachrichten für ihn. Ja, schade, ne? Kommt ein bisschen zu spät. Da gab es auch mal so einen Sketch vor einigen Jahren von Bülent Ceylan und noch so einem schwarzen Schauspieler. Und da war der Schwarze quasi blind und dachte aber, er wäre weiß. Mhm. Die waren da zu 2 Faschos, haben sie gespielt so. Und der andere hat sich immer nicht getraut, ihm zu sagen, dass er schwarz ist. Hm. So fühle ich mich gerade an den erinnert. Ja, der ist komplett lost, der Mann. Der hat ja auch jetzt sein Adidas-Sponsoring verloren und soll angeblich kein Milliardär mehr sein deswegen. Oh, oh. Der arme Mann. Ja. Ja, ansonsten, ich bin durch. Es reicht mir. Ich habe auch keine Themen mehr. Jonas hat Geburtstag, das reicht als Thema der Woche. Super geil. Ich habe auch keine Themen mehr so richtig. Also WWE hat jetzt Hell in a Cell abgeschafft, das Pay-Per-View. Mhm. Das gibt's ganz, nicht mehr. Das ist wirklich wichtig. Da hat das Internet gebrannt. Jetzt kommen wir noch durch Facebook spontan hier. Ja, ansonsten pack die Playlist aus, Tino. Da müssen die Northern Boys mit Partytime rein. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay. Ja. Ist so. Wir haben eine Playlist, liebe Leute, die brennt. Du kannst gucken, ob Nobody Likes Me mittlerweile da ist. Dann nehmen wir den, aber war gestern noch nicht. Sie heißt Brennholz Untermusik, liebe Leute. Ja. The Northern Boys, hier ist es. Und zwar Nobody Likes Me ist drin. Ja, dann nehmen wir Nobody Likes Me. Das ist das Neueste. Partytime ist aber auch, also es sind beides Bretter. Und es ist definitiv kein One-Hit-Wonder. Ich mache das Gegengewicht dazu. Und zwar. Diese komischen Omas. Party for Everybody von Buranowski Babushki heißen sie. Aha, du machst jetzt hier russische Propaganda in unseren Podcast rein. Ganz toll, Tino. Die Omas können für den Krieg überhaupt nichts. Hm. Heißt es Babushki oder Babushki? Buranowski Babushki. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Babushki. Ist ein geiler Song. Hätte ich jetzt auch vermutet, aber. Das muss uns mal hier die Olja aus Sibirien mal erklären. Hm. Hast du auch einen Song für die Playlist? Ja, natürlich. Ich habe von RAB und Co. Den Song San Marino. Mhm. Der geht sehr nach vorne. Was? San Marino? Warte, du musst das anders eingeben. Darf ich überhaupt dahin gehen? Ja, mach gerne. Markus ist heute Abend auch am Start. Ja, der Wahnsinn. Hab mich organisiert.
der vierte ist es hier, der hier, den ich angedrückt habe. Ah ja, der gerade läuft quasi. Sozusagen, ja. Okay, den Song kenne ich gar nicht. Ja, das ist dann auf jeden Fall große Empfehlung. Anhören. Ich merke schon, das ist bestimmt irgendwie was hier aus unserem Dunstkreis, oder? Das stimmt jetzt so nicht. Kennst du den hier? Hab da einen Verdacht. Also liebe Leute, R-A-B and D-V-S-T mit San Marino. Ja. Ich habe fast das Gefühl, du hast das letzte Mal schon hier reingemacht. Nee, das war ein anderer Song von denen. Okay. Ach so. Aber der ist besser, den ich jetzt reingemacht habe. Kannst du den alten wieder rausnehmen? Nee, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas ist verboten. Was geht mal der Woche mit diesen ganzen Raids in Häusereien? Wir sind noch gar nicht über der Zeit, ne? Ich glaube, wir haben noch 10 Minuten Zeit eigentlich, echt, oder? Ja? Ich dachte, wir hätten 20 angefangen. Ja, dann trotzdem, was geht mal in der Woche? Also nicht so viel, ne? Also ich fand die Woche jetzt nicht so krass. Zugegeben. Aber da sind Leute, also in einem Livestream jemanden erschießen und in einer anderen Wohnung jemanden mit dem Hammer zerwamsen, das ist schon auch ordentlich. Zwei große Firmengründer sind gestorben. Ja, das ist mir egal. Ach so. Aber es ist eine politische Assassination wurde versucht. Und weil es halt in Amerika ist, interessiert dich das nicht. Ja aber ist so. Stell dir vor, das ist halt eigentlich, ich würde sagen, in Amerika ist es so die drittwichtigste Person. Okay. Und das ist schon hart. Na, gib mal, weiß nicht, ist es eine 4, 5? Was sagt ihr? Also ich sag ja, es ist schon hart und du kommst hier mit einer 4 an, aber ist okay. Ja, ich bin da auch so bei Tinko. Ich finde die letzten Wochen wieder für jeden Scheiß. Was ist denn, wenn eine Habecks Wohnung eingebrochen wurde mit einem Hammer und dann kommt der Typ es rein? Ist ja auch. Wo ist das Müsli? Ist das der Brennpunkt Internet oder so Burnpoint Internet? Ja. Ist es Deutschland hier? Ja. Ich spreche immer, sprich Deutsch, du Affe. Diese Kommentarsektion gehört jetzt der Bundesrepublik Deutschland. Also, was würdest du denn sagen, wenn du unsere Zahlen noch nicht gehört hättest? Ja, also 5 ist okay. Ja, okay. Hm. Das ist lieb. Das stimmt vor allem nicht. Hättest du unsere Kommentare nicht gehört, hättest du bestimmt viel höher gesagt. Na, nicht viel höher, aber also über 6,5, 7 wäre ich auf keinen Fall gegangen. Aber ich meine, guck mal, wir haben überall Soße an Gemälden kleben. Ja, aber schon und wieder. Und Blut an Hämmern kleben. Ja, aber jetzt wird es ein Trend. Guck mal, das ist vielleicht exponentiell. Vielleicht, wenn wir jetzt nächste Woche hier sitzen, sind es vielleicht schon 100 Gemälde. Laschet verkündet das exponentielle Kartoffelbrei-Wachstum. Ja. Man weiß es nicht. Kann man nicht auch mal so ein Gemälde nehmen und die einfach in so Tütensuppen schmeißen oder so Dosensuppen schmeißen und umgekehrt? Ja. Kann man einfach dieses Rahmen nehmen und dagegen werfen, aber ohne es vorher zu kochen. Zum Beispiel. Ja, mach ich mal. Mal neu denken. Ja, oder denken wir neu. Das Bild mit Rahmen einrahmen. Witzig! Hm. Mach das. Hm. Selbstverständlich. Ja, na klar. Finde ich gut. Das ist dann nicht mal Klimademonstration, das ist einfach nur ein dummer Wortwitz. Lass machen. Ja. Aber nur Gemälde, die euch gehören, nicht irgendwo einbrechen. Und dann dazu so. Sagen, und hey dann Leute. Dann klebst du dich an die Wand und dann sagst du, Rahmen ein Rahmen, versteht ihr? Und dann sage ich aber auch, hey Leute, das Klima ist mir egal, ich will nur Aufmerksamkeit. Mhm. Fertig. Vor allem regen sich auch die ganzen so Anti-Kreta-Leute auf, ne, diese FFF-Bewegung scheiße finden. Macht's doch mal umgekehrt. Wir können doch auch mal so einen Anschlag machen und dann sagen, scheiß Kreta, Klimawandel gibt's nicht, Impfen ist scheiße. Dann mal auf die Reaktion gucken, ob die echt die Aktion dumm finden oder nur die Idee hinter der Aktion. Hm. Das fände ich ganz spannend. Und auf wen machen wir jetzt einen Anschlag? Auf ein Gemälde. Falls der Verfassungsschutz gerade mithört, wir haben ihn ja erwähnt. Wie wär's denn mit der Mona Lisa, oder? Auf die machen wir einen Anschlag. Genau. Also wir werfen quasi... Wir werfen Kreta an die Mona Lisa. Eine Schweinskopfsülze, schön deutsch, an die Mona Lisa und sagen dann hier, fuck you, Kreta, es gibt keinen Klimawandel, darauf erstmal noch eine Schweinskopfsülze und so. Aber wir schreiben vorher noch einen Brief an den Verfassungsschutz, dass wir das machen werden. Ja. Und an Böhmi. Und dann stellen wir fest, dass der Verfassungsschutz trotzdem nicht interveniert. So ist es, genau. Okay. Dann ist es eine runde Sache. So ist das. Aber der Rahmen ist drin, der Rahmen-Gag. Ja. Das ist mir wichtig. Weil der Rahmen nicht gesprengt wird, muss man aufpassen. Ja gut. Man könnte natürlich erst Rahmen sagen, dann sagt man Rahmen, dann sprengt man den Rahmen. Rahmsoße gibt's ja auch noch. Stimmt. Rama gibt's auch. Rahmstein. Gibt's auch, ja. Gibt's sogar mehrfach. Vielleicht schaffen wir es ja, dass die dabei ein Lied spielen. Es gibt auch einfach nur, also Arbeitsspeicher, RAM. Kannst du so RAM-Riegel dran kleben. RAM. Und das, was du mit deinem Müsli machst, ist auch gerade RAM. Ja, so ein RAM-Riegel. RAM. Mhm. Instagram.
Gott, oh Gott. Ihr merkt, es wird dünner, wir beenden an dieser Stelle. Wir sind so der oft, ist auch so laut, der Song. Wir sind so oft über eine Stunde, da können wir auch mal ganz kurz ein paar Minuten drunter sein. Ich muss nämlich in die Badewanne, ich bin räudig. Ich muss auch noch duschen für die Party heute, ja. Und noch einkaufen gehen. Geht alle weg oder was? Muss ich ja irgendwie in den Keller gehen. Alleine podcasten. Ich muss ja quasi dein... Achso, nee, jetzt versprechen wir, wenn der Podcast vorbei ist. Tschüss.